Halli, hallo meine kleinen Nippel. Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Overwatch mit Greywolf. So. Rafiki ist immer noch nicht da. Er ist auf dem Weg. Das wird allerdings heute leider noch nichts mit dem gemeinsamen Zocken. Wir haben vor, nochmal ein bisschen Fortnite zu spielen. Zwei, drei andere Ideen haben wir auch schon, was man noch zocken könnte zu zweit. Das wird allerdings alles nochmal ein bisschen dauern. Was gibt's sonst noch zu sagen? Ja, mir geht's gut. Ich hoffe, ihr hattet schöne Ostern. Ihr 10 Leute, die uns tatsächlich tatkräftig zuschauen. Das sehen wir im Grund. Wir Ankunft in Ilios. zocken, wie ihr seht, wieder Overwatch, wie ich auch schon erwähnt hatte. Diesmal werde ich nicht den Hanzo spielen, sondern gerade hier Ilios Punkte Machen einnehmen. Sie sich Da bereit zum gibt's Angriff. den wahren Jakob. Wählen Sie Ihren Helden. Reaper. Reaper hat ein paar coole Eigenschaften. Schrotwaffen. Zwar mit kurzer Reichweite, dafür extrem stark. Der Totentanz, auch wieder hier. Super, super starker Angriff. Schattenschritt und Phantomgestalt sind Der eigentlich eher nur Tod das ist Transport. unter euch. Transportsfähig, also bringt nicht wirklich was, was einem Gegner schaden könnte. Es ist nur etwas, um schnell abzuhauen, wenn es brenzlig wird. Oder eben an Orte zu kommen, an die man sonst nicht kommen würde. Seine eigentlich echt coole Eigenschaft, finde ich echt schon wirklich eine der coolsten Eigenschaften hier im ganzen Spiel, ist die Tatsache, dass er seine Leben regeneriert, wenn er anderen Leuten Schaden zufügt. Was ich, wie gesagt, finde, eigentlich eine echt coole Sache ist. Ja, und dann gibt es noch den Arsch hier, der einen dann versucht rauszukicken. Puh, so, wer ist noch hier? Naja, gut, aber lief doch eigentlich gar nicht mal so schlecht. Das muskelbepackte Rhinoceros, das wir hier gerade gesehen haben, war Reinhardt. Die ist, sag jetzt mal, Inkarnation des typischen Deutschen, wenn man möchte. Groß, stark. Vielleicht war er auch früher mal blond. Ich glaube, er war tatsächlich blond. Blaue Augen. Also, erfüllt alle Klischees. Yeah. Aber sowas von. So, und weiter geht's. Und weiter geht's. Ich laufe einfach richtig heiß. Cool. So. Oh, wir haben den Punkt ja schon lang. Ist mir gar nicht aufgefallen. Wie gesagt, zum Punkt halten finde ich Reaper eigentlich echt gut. Also, kann man echt nichts sagen. Gerade weil hier hat man nicht wirklich viel Platz. Da ist halt die Tatsache, dass er halt auf kurzer Distanz echt Schaden macht. Ziemlich praktisch. Na, was ist denn hier passiert jetzt? Das ist das Einzige, was ich manchmal nicht verstehe, ist, warum man, wenn man den gleichen Charakter hat, den anderen einfach nicht tötet, wenn man als erstes geschossen hat. So, gucken, ob die Runde jetzt schon vorbei ist oder ob wir noch ein bisschen länger kämpfen dürfen. Oh, wie es aussieht, dürfen wir ein bisschen länger kämpfen. Oh ja. Yes. Rick.
Hol. Hol. Cool. Das ist mir ehrlich gesagt so anstrengend hier. Und voll rein. Aus den Schatten. Das war wieder knapp. So. Ja, das Problem ist halt, muss man ganz mal sagen, Reaper ist der Einzige, mit dem man hier richtig reinrennen kann. Scheiße. Knapp. Okay. So. Da, wo gerade Genji reingeht, da werde ich jetzt reinspringen mit Reaper. Das ist halt jetzt eben das ganz coole an der Phantomgestalt. Ab hier springe ich jetzt einfach nur rein und zumindest in der Theorie werde ich jetzt die innenstehenden Gegner mit meinem Totentanz töten können. Ja, in der Theorie hat es geklappt. So, noch einer. Na dann. Cool. Erste Runde geschafft. Hier ist es nicht so wie bei den Transportaufgaben, wo man dann eben die Fracht irgendwo hin transportieren muss. Sondern hier ist es so, bei den Standorten einnehmen, dass wir mit einer Punktzahl von 3 erst gewonnen haben. Bedeutet, selbst wenn wir jetzt die Runde wieder schaffen, haben wir immer noch nicht komplett gewonnen. Nein, wir müssen dann erst nochmal eine weitere Runde spielen. Und wenn wir die dann gewonnen haben, also sprich 3 von 5, haben wir gewonnen. Diese Sticker sind einfach geil. So, hier wieder ein weiteres super cooles Beispiel dafür, wie sehr sich der Reaper hier lohnt. So. Nein, da halte ich mich raus. Scheiße. Ich habe das Gefühl, dass wir die Runde nicht schaffen. Ich werde meine Rache bekommen. Naja, wird die Nummer nichts bringen. Nimm mal noch Pharah. Pharah. Och nö. Töte sie. Bitte. Ich bin sonst gegen Gewalt. Aber hier ist das echt angebracht. Okay, wir gehen anders. Das einzige Problem ist, wenn ich springe, bringt mir das dann gar nichts. Dann transportiert er sich leider nicht vor. Okay, wo auch immer die jetzt hin ist. Okay. Ich sehe nur Leichen rumliegen. Ey. Das ist doch noch nicht normal. Ich hasse die blöde Frau. Das ist ein Charakter, der kann nichts, ja. Das ist jeder, der mit der spielen kann, der denkt, der wäre es jetzt, weil er, wow, ich kann ein bisschen fliegen und mit einem Raketenwerfer runterballern. Aber in Wahrheit bringt das nichts. Wenn man Tracer spielen kann, die Person hat echt Respekt teilweise. So wenig Leben wie die hat. Spür die reißende Kraft. Nee, nee, nicht mehr.
Scheißegal. Komm schon, komm schon. Endlich. So. Nix da. Schnell alle herkommen, alle herkommen, alle herkommen. Uiuiui. Davon, dass die schnell kommen. Okay. Oh, das war Glück gehabt. Ich wollte mein Ulti gerade nutzen. Okay, noch sind wir am Leben. Muss schnell kommen. Meine ultimative. Geht rein, geht doch rein, geht doch rein, geht doch rein, geht doch rein, geht rein. Geh rein, geh rein, geht rein. Ja. Es ist halt, ne, wenn... Das meine ich, das ist lächerlich. Da oben die blöde Kuh da oben, echt ey. So lächerlich. Ja. Das ist, wenn die da oben nicht wäre, ich bin schon längst geworden. Sieht ja cool aus, oder? So, hoffen wir mal, dass die nächste Runde jetzt besser wird. Nebenbei gibt es ein Feuerwerk, wenn ihr reintrefft. Ah, Schande. Es gibt nebenbei auch keine 5 Maps oder sowas, die jetzt hier wirklich gespielt werden. Also wenn die jetzt hier fertig ist, fangen wir dann wieder bei der ersten an. Ich finde den super. 5, 4, 3, 2, 1, Runde 3. Nehmen Sie die Zielpunkt ein. Ein gemütlicher Spaziergang. Lalala. Igitt. Dummer Affe. Tja, passt schon. Sneaky Pete. Kennt ihr eigentlich die Serie? Yes. Ihr seid schon peinlich. Leute, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Ich dachte echt, ich werde sterben, aber. Okay, wenn wir jetzt hier nur noch gegen Anfänger spielen. Bitte! Habe ich auch kein Problem mit. So. Nächster bitte. Okay, ich sehe schon mal, wo die sind. Leben. Es kann weitergehen. Okay. Ah, Scheiße. Die Idee war so gut, die Umsetzung hat leider noch nicht so ganz funktioniert. Ja, was machst du hier? Geh doch, geh mal arbeiten. Ja, wie gesagt, das einzige Problem ist halt Distanz. Braucht man hier gar nicht erst versuchen. Wir gehen von rechts. Geheimagent Gray. 00 Gray. Scheiße.
Scheiße. Ah. Egal, wir haben den Punkt eingenommen. Kann nur besser werden. So, endlich. Ja, renn hin. Wie? Ich will nicht sagen, wie was. Das sah schon sehr, nicht hetero aus. Bestätigt. Ups. Der bildlichste Dank. Falscher Knopf. Okay, zweimal nicht getroffen. Idiot. Ja? Okay, ja, du bist gestorben. Sag, ich bin nicht gestorben. Okay, okay. Ich habe nichts gesagt. Ach du Schande. Und weg ist der Jedi. Formiert euch hier. Beziehe eine neue Position. Ja, kann bitte jemand helfen, komm, also das ist doch schon leicht peinlich. Jetzt bitte greift an, greift doch an. Angriff, ja, renn hin, los, auf. Ach, das ist doch nur eine Schneewand, regt euch doch mal ab. Ja, das ist ja nicht normal. Jetzt greift sie an. Auf. Wo sind denn alle? Hier leben vier Leute. Und ich sehe immer nur einen drin. Wo ist denn da die Logik dahinter? Leute, wisst ihr eigentlich, wie man ein Ziel einnimmt? Also man geht zu dem Ziel hin und nimmt es ein. Das jetzt verstanden oder? Okay, cool. Okay. Eieiei, was ist denn für eine Action hier? Ich halte mich hier raus, ich halte mich auf einmal raus. Okay, der nächste tot. Oh Gott. Was ein Stress. Meine Güte. Oh. Okay, ich nehme alles zurück, was ich vorhin gesagt habe. 2 von 3 Punkten reicht wohl auch. Entschuldigung. Nicht schlecht. Gut. Damit bedanke ich mich fürs Zusehen. Wir sehen uns dann wieder zusammen mit dem guten alten Raffi. Und ich würde sagen, wiederschauen, reingehauen.